dann. Den haben wir uns rein. Können wir das Schild nochmal? 40 Sekunden, ja, das können wir noch erwarten. Mir das Schild nochmal laufen lassen. Dauert eine Ewigkeit, wenn man drauf wartet. Diese 20 Sekunden. Eine Ewigkeit. So, los geht's. Sprungangriff zum Fiesen. Nein, ich will nicht nochmal hochgehen. Ha! Bastardos! Aber echt fiese Gegner, Kälteangriffe hier unten in der Helle, erwartet man gar nicht. So, wechseln wir den Ring. Ne, wir sind ausgeglichen, wir haben jetzt hier unten keine, bisher noch keine Feuergegner mehr. Dann lassen wir das auch so. So, da haben wir einen Badass-Kämpfer. Und hier kommt auch Poison Enchanted. Oh, Baron Rothon the Mauler, Poison Enchanted. Auch so ein super Typ. Super netter, angenehmer Typ. Greetings. Super nett und angenehm. What ails you, my friend? Mich irrt eine Menge. Eine Menge, mein Freund. Well, what can I do for you? One Hand Hammer 12:28. Nice. What can I do for you?
So, den müssen wir mal kräftig von der Ferne bearbeiten, den Poison. Poison Baron da. Ich nehme mal diese Fire Resistance trotzdem mal jetzt hier, statt das andere. Müssen wir bloß klug bekämpfen. So, jetzt finde ich nicht zurück. Herzinfarkt bei solchen Gegnern, ey. So, hier ist jemand, den man ansprechen kann. Den ich jetzt aber mit Sicherheit noch nicht anspreche. Verrät und safe. Lachdennen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht dieser Diablo 3? Ist doch das der, der quasi den anderen da, dem Prinz da, hilft? Oder sein Adjutant oder so? Ist das nicht der? Lachdennen? Kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Begleiter, den man in Diablo 3 bekommt? Aber mit denen reden wir jetzt mal noch nicht. Wir machen mal erstmal alles clear hier, bevor wir uns auf den einlassen. Ulhelm Gelber.
Die Ringmail. I can't carry anymore. Nehmen wir mal mit. Platz hätten. So, da waren wir jetzt drin. Where would I put this? Weiß ich nicht. In deine Handtasche? Oh, es geht hier noch weiter. Unten geht's auch noch weiter. Ich hab Angst. Nee, Blitzies. Lightning. Resist to cold. Resist lightning. Ich glaube, das ist meine Taktik jetzt hier. Die ist gar nicht schlecht. Einen haben wir schon. Zwei. Oh oh. Was denn du hier? Jetzt war auf der 1 ein Mana-Trank. Mann. Hello, my friend. Stay a while and listen. Kann ich mich natürlich super heilen.
So, das ist hier gutes Zerlegezeugs. Das ging nicht zum Zerlegen. Well, what can I do for you? Sechzehn zu 31. Had not enough gold. 25.000. Also das kaufe ich mir ja schon, das probieren wir schon. Greetings. Gamble Items, das sieht auch interessant aus. Wow, what can I do for you? So, 16 bis 31. Slow Attack Speed. Nee, dann kaufe ich es mir nicht. Dann will ich es nicht. Slow Attack Speed habe ich keinen Bock. What ails you, my friend? Psst, over here. So. Dass man nur so weit laufen muss. I have no room. So, mein Freund. Machen mit dir auch dieselbe Feiglingstaktik. Oder ist der hier gestorben? Kann das sein? Ich glaube, der ist auch hier mit draufgegangen. Ich glaube schon. Das wäre auf jeden Fall noch da. So, hier waren wir auch. Hier sind wir rumgegangen, oder? Und dann sind die gekommen, die Boys. Okay. Okay.
Legen wir mal auf diese andere Dinge wechseln, auf Creative Skill. I have no, I can't carry anymore. Sabre. Auf jeden Fall was zum Zerlegen. So, dann schauen wir mal, was uns hier noch. Welche Schrecken uns hier noch erwarten. Keine. Glaube ich fast nicht. Okay, war es das hier dann schon oder was? Hier ist noch so ein Raum. I can't carry anymore. Oh doch. Okay, dann haben wir ja hier fast, jetzt gehen wir hier durch die Mitte durch, dann haben wir hier fast alles clear. Dann schauen wir uns mal diesen Ritter da oben an mit der Sprechblase. Was uns der zu sagen hat. Jetzt haben wir sie jetzt für die Resistance, jetzt haben wir relativ ausgeglichen, vorher könnte dann noch ein bisschen mehr sein. Gehen wir davon aus, dass wir in der nächsten Ebene eventuell Diablo treffen. Kann es aber nicht sagen. Ich traue diesem Spiel alles zu. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Was nehmen wir hier, wenn ich mal das hier zum Wegschubsen? Please, don't kill me. Just hear me out. I was once captain of King Leoric's knights, upholding the laws of this land with justice and honor. Then his dark curse fell upon us for the role we played in his tragic death. As my fellow knights succumbed to their twisted fate, I fled from the king's burial chamber, searching for some way to free myself from the curse. I failed. I have heard of a golden elixir that could lift the curse and allow my soul to rest, but I have been unable to find it. My strength now wanes, and with it, the last of my humanity as well. Please, aid me and find the elixir. I will repay your efforts. I swear upon my honor. So, ein Elixier. You have not found the golden elixir. Ist, wir haben noch, nee, das was wir von der Zauberin bekommen haben, das haben wir ja selber getrunken. Okay. Jetzt ist die Frage, ist das Elixier hier auf der Ebene oder
Ich habe jetzt hier keine Lust, ehrlich gesagt, hier alles zu durchsuchen. Wenn wir es zufällig finden, ist gut, wenn nicht. Wahrscheinlich müsste man auch die Dinge fragen, die Adria, die Hexe. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ha, up to 14. Wir wollen weiter runtergehen. Ich werde jetzt mal hier die Augen noch offen halten, ob sich hier noch was tut. Down to level 16. So. I have no room. Ich geh mal hier hoch. Oh nein. So, wir brauchen Magie Resistance. Haben wir eh schon an, glaube ich. Das Amulett muss man nur anziehen. Oh, ja, ja. Habe ich ja ganz viel Bock drauf. Vor allem genau beim Eingang, wisst ihr, das ist ja Sterben vorprogrammiert. So, was haben wir denn jetzt hier? Resistance, mal kurz gucken hier. 65 Magic Defense, Fire 26, ja, das ist ganz gut. Wir haben das abgelegt, das hat Fire Resistance, ja, okay, passt soweit. Dann werden wir jetzt das mal nur anschmeißen und dann uns heftig, müssen uns reinstürzen. Ich werde hier irgendwie komplett gestunt, krieg zwar nicht allzu viel Schaden, aber ich werde hier irgendwie kaputt gestunt. Keine Ahnung, was da abgeht. So, probieren wir es nochmal. Ja super, wir sollten die angreifen, wenn die weggehen, wie die Blöden. Und haben jetzt wahrscheinlich dann jetzt auch zu wenig Tränke dafür, für solche Geschichten. Ja. Ist doch mega kacke.
So, was machen wir jetzt? Resurrect. Tun wir mal eins rein. Townportal. Brauche 1 Million Heiltränke für sowas, für solche Späße. Und wahrscheinlich ein bisschen mehr Magie-Resistance. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? So, was gibt's hier Tolles? Nichts. Wenn wir unseren Magiebogen mal tauschen. Ach, den anderen haben wir weg, wo wir mehr Schaden gemacht haben. Ja, verdammt mal. Verdammt. So, und das können wir mal alles salvagen. Eigentlich hier genügend von diesem Zeug vor Floor Toppers, ne, brauchen wir 4 quasi. Ne, noch nicht ganz, noch nicht ganz. What ails you, my friend? Elixier auf Magic, increase Magic for 10 minutes, does not. Increases Magic, does not stack. Jetzt da keine andere Möglichkeit, also dass wir uns hier mit Heilung vollballern. Schauen wir noch, ob die Zauberin noch was weiß. Zwecks diesen Elixier. I sense a soul in search of answers. You may meet people who are trapped within the labyrinth, such as Lockdanon. I sense in him honor and great guilt. Aid him and you aid all of Tristram. Ja, hau. Hau. All I can do now is pray for us all. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. You speak of a brave warrior long dead. I'll have no such talk of speaking with departed souls in my inn. Schau mal, vielleicht weiß der Deckard Cain was drüber. Hello, my friend. Stay a while and listen. You claim to have spoken with Lockdanon? He was a great hero during his life. Lockdanon was an honorable and just man who served his king faithfully for years. But of course you already know that. For those who were caught within the grasp of the king's curse, Lockdanon would be the least likely to submit to the darkness without a fight. So I suppose that your story could be true. If I were in your place, my friend, I would find a way to release him from his torture. So, ich mache mal eine kurze Pause, ich bin gleich wieder da.